Der Wolf und die sieben Geißlein. Hallo, kleine Freunde. Ich heiße Daniel. Ich werde euch das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein erzählen. Zuhören. In einem Häuschen im Wald in der Nähe des Flusses lebten sieben Geißlein mit ihrer Mutter. Ihr Leben wäre heiter und sorglos verlaufen, wäre da nicht die Sorge um den bösen Wolf, der ihnen nach dem Leben trachtete. Die Geißenmutter hatte ihnen erklärt, wie sie sich schützen sollten, wenn sie nicht zu Hause war. Macht niemandem die Tür auf, wenn ich nicht da bin. Der Wolf ist sehr gefährlich und wird versuchen, euch zu täuschen, warnte die alte Geiß ihre Kinder. Geh ruhig, Mama, wir werden ganz vorsichtig sein, antworteten die Geißlein. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, da klopfte jemand an die Tür. Wer ist da? Fragte eines der Geißlein. Und der Wolf antwortete: Ich bin eure Mutter. Öffnet mir die Tür und lasst mich herein. Du bist unsere Mutter nicht. Sie hat eine feine und liebliche Stimme und deine ist rau und hässlich. Wütend, weil er erkannt worden war, lief der Wolf zurück zu seiner Höhle und trank einen Tee aus Blüten und Honig, um seine Stimme zu glätten. Er gurgelte sogar mit Eiweiß, um seine Stimme heller zu machen, und versuchte erneut sein Glück an der Haustür der Geißlein. Klopfte der Wolf an die Tür und eines der Geißlein fragte: Wer ist da? Ich bin eure Mutter, flötete der Wolf mit honigsüßer Stimme, aber eines der Geißlein antwortete ihm: Zeig uns deine Pfote unter der Tür. Der Wolf tat, wie ihm geheißen, aber da schrien die Geißlein: Du bist unsere Mutter nicht. Ihre Pfoten sind weiß wie Schnee und deine sind schwarz und schmutzig. Der Wolf wurde immer wütender und hungriger. Er lief zu einer nahegelegenen Mühle und steckte die Pfoten in Mehl, damit sie weiß aussehen. Klopfte der Wolf wieder an die Tür, um die Geißlein zu fressen. Und diese fragten: Wer ist da? Ich bin's, eure Mutter. Macht mir auf, sagte der Wolf mit noch höherer Stimme. Zeig uns deine Pfote unter der Tür, sprachen die Geißlein. Und als sie die weiße Pfote des Wolfs sahen, hielt ihn eines der Geißlein für seine Mutter und öffnete die Tür. Jetzt hab ich euch, rief der Wolf, stürzte sich auf die Geißlein und verschlang sie mit einem einzigen Bissen, bis auf das Allerkleinste. Das hatte sich hinter dem Ofen versteckt. Als die Geißenmutter nach Hause kam, erzählte ihr das jüngste Geißlein, was geschehen war. Und die Geißenmutter sagte zu ihm: Wir wollen Hilfe holen. Aber als sie loslief, sah sie den Wolf schlafend am Fluss liegen. Da schleppte sie Steine vom Fluss herbei und befahl dem jüngsten Geißlein: Lauf nach Haus und bring mir mein Nähkästchen. Ganz vorsichtig und leise, um den Wolf nicht zu wecken, schnitt die Geißenmutter dem Wolf den Bauch auf und holte ihre Geißlein heraus, die nach Hause sprangen. Sie füllte den Bauch des Wolfes mit Wackersteinen und nähte ihn wieder zusammen. Dann lief sie zu ihren sieben Geißlein nach Hause und herzte und küsste sie in ihrem Glück. Als der Wolf erwachte, verspürte er großen Durst. Er sagte sich: Ich wusste nicht, dass Geißlein so durstig machen. Und als er sich hinunterbeugte, um zu trinken, zog ihn das Gewicht der Steine ins Wasser. Er konnte nicht heraus und musste ersaufen. In ihrem Häuschen feierten die Geißenmutter und die sieben Geißlein fröhlich ihre Befreiung von der Gefahr und verspeisten zur Feier des Tages einen großen Salatkopf.